Hätten zieht der Schupfteferl frische Socken an, grün und gelb gestreift, das ist zu elegant. Schmiert mit Fensterbrillen denen seine Locken an, putzt die Schuhe noch hat das ins Gewand. Denn beim Dummsatz der Ost in den Lärchen fällt, ist Perfektion. An der Ecken trifft der Tante Mütze, was der Pschick, das beliebte Pin-Up-Girl von Herrn Lewis. Ihre Kleidung ist wie seine ganz dezent und schick, sie hat Benno echte Perlen um alles. Denn beim Dummsatz der Ost in den Lärchen fällt, ist Perfektion. So gehen die beiden mit Vergnügen sind zum Dummsein. Bei der Garderobe sehen sie ein großes Schild. Die bitte Gäste werden höflichst gebeten, die Tanzlokalität ohne Messer zu betreten. Da legt der geschufte Pferdl, ohne lange zu reden, sein Taschenpferdl hin, die Mütze hat im Taschel in Horn drin. Verstehst du, was er ist? Da fängt mit Schwung und Elan ein gestrampfter Cheetah-Bug an, gespielt von Charlie Wuppes, Charlie's Golden Boys aus Herrn Neuss. Und mit Elasticität, die sich von selber versteht, schläft der vierte Nante Mütze aufs Paket. Das ist ziemlich überfügert schon, weil beim Dummsein seid ihr schon wissen Perfektion. Der Saxophon, das improvisiert, denn Nummer er kann give you anything but love. Beim letzten Ton, da hat er sigiert, worauf der Pferdl sagt, das ist ein Gesüchter auf. Aber gleich nebenan steht ein junger Mann, der glaubt, dass ihn der Ferdinand gemeint haben kann. Und er ist über diese Randbemerkung sehr deprimiert. Der geschupfte Pferdl hat ihm nämlich eins die Mütze entführt. Er windet das, was er gemein, doch hast der Schlägerein. Drum beißt er nur den Pferdl in die Nasen innen. Der ist ganz desperat, er weiß, ich kann rot. Wer das Messer bläht, er weiß, in der Garderobe liegen hat. Aber gleich drauf wird ihm besser. Weil ihm fällt die Mütze, hat ja noch ein Messer. Er reißt sie zusammen und gibt dem Gegner einen ziemlich leichten Stesser. Durch diesen Stesser fliegt er durch das ganze Tanzparkett. Am Wand ein Ende biegt er traurig an der Wand. Und 5, 6 Tänzer, die ringeln sich am Boden. Davon sagt einer, jetzt gibt's ein schädlich an Maroden. Daraufhin sagt der andere, warum nicht gleich an Toten? Sie schütteln sich die Hand am Beutel und sieht ein Pferd in einem Tausendgewand. Kaum hat der Viertel seine Floschner, sagt der Mütze, reibt mir's Messer aus der Toschner. Doch die Mütze sagt, der Teufel soll's holen, jetzt hat man wie mit Taschel gestohlen. Und indem das dann der geschufte Viertel wehrlos war, hat die Übermacht ihn ziemlich malträtiert. Er bekam ein blaues Äugel, dass er schwerlos war, das hat er mit kalten Umschlägen sich kuriert. Und er nimmt so oft in der Schädelbrunnen 2 Bücher mit und nächste Woche zieht der geschupfte Viertel wieder frische Socken an. Grün und gelb gestreift, das ist so elegant. Schmiert mit Fensterbrillantine seine Locken an, putzt die Schuhe noch an, das ist gewann. Weil beim Dunsen draußen in den Lärchen fällt, ist wie